Vielleicht war es gestern ein bisschen viel. Hallo, Frau Krankenschwester. Aber du stellst dich immer so an. Mach das mal lieber selber. So 2 Zentimeter rein und dann schön innen von beiden Seiten. Das ist ja nun nicht mein erster Test, ne? Na, du übertreibst. Nein! Ich habe eine sehr empfindliche Nase. Von beiden Seiten, bitte. Ich weiß, ich muss erstmal die eine Seite verkraften. Männer. Ich glaube, wir sind safe. Ein Schiedwetter. Es ist heute das erste Mal so, dass Gottesdienst stattfindet und ich nur Gast bin, weil neuer Gottesdienstplan. Du hast das Video von letztens vielleicht gesehen. Und da ist es jetzt ja so, dass immer man 2 Gottesdienste macht. Das heißt, ich hatte letzte Woche einen hier, einen woanders. Und heute ist Lisa da und die war eben schon woanders und ist jetzt hier und macht einen Gottesdienst für uns. Ist das nicht mega? Ist das mega. Und ich bin mit den Kompis dabei. Titus sagt immer Kompis. Also mit den Kompis bin ich dabei. Lisa, heute ist das erste Mal, dass ich in den Gottesdienst gehe und nicht selber vorne stehe. Was sagst du dazu? Das finde ich gut. So, die Konfis warten im Gemeindehaus. Habe ich zum Glück gestern schon vorbereitet. Damit es auch beim leiblichen Wohl nicht zu knapp wird, gibt es noch ein kleines Dankeschön für die Weihnachtsaktion, die ihr ja vielleicht in dem anderen Video schon gesehen habt. Moin, Engel, ich wollte einmal Pizza vorbestellen für morgen. Hier von der Kirchengemeinde. Genau. 2 von diesen großen Partypizzen, einmal Margarita, einmal Salami. Wunderbar, hole ich dann morgen. Gut, vielen Dank dir. Ciao, ciao. Thema des Wochenendes und des Videos ist übrigens Freundschaft, weil ohne Freundschaft funktioniert nichts. Ohne Freundschaft funktioniert auch nicht Pastor sein. Und wir haben das Glück, dass wir hier in Wandernrup tatsächlich richtig gute Freunde gefunden haben. Was dazu geführt hat, dass ich mich gestern böse überfressen habe, weil, ne, war bei Jesus auch so, zu Freundschaft, zu Gemeinschaft, zu Gesellschaft gehört Essen. Ich weiß nicht, ob Jesus alles frittiert hat, wir gestern schon. Anni? Kann ich noch 2,5 Kilo Pommes in deinen Korb tun? Immer. Wofür habe ich denn einen Korb? Top. Wir fahren zu Tobi zum Angrillen. Es wird nämlich Zeit. Es ist schon eine Woche Januar rum. Und er hat ja die Fritteuse zu Weihnachten bekommen. Die müssen wir heute mal hochheizen. Meine Herren, das Bier. Filmst du schon? Ich filme. Musst du in der Anleitung nachgucken, wie Bier funktioniert? Meine Damen und Herren, ich lese aus dem großen Buch des Bieres. Oh. Don't worry, be hoppy. Auch mit dem Feuerwerk. Okay. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, keine Freunde zu haben. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das schräg klingt. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Aber man hört halt die schrägsten Dinge vorher. Also ich habe alles gehört von Klüngel bis sonst wohin, dass da niemand mehr zwischenkommt, was für Gemeindearbeit halt auch schwierig ist. Also wenn man so eine Gruppe hat, mit der man irgendwie, ne? Andersrum habe ich im Studium von Professoren gehört, nee, am besten sieht man alle Leute, die man trifft, durch das. Das kann es ja nicht sein, so, ne? So, also wir haben so die größten Extreme, mit denen bin ich eigentlich gestartet. Und ich bin mehr als nur froh, dass wir hier echte Freunde gefunden haben, mit denen man echt Leben teilen kann. Weil das sind nicht nur Freunde sozusagen abgesondert vom Glauben, sondern, ich meine, viele von denen habt ihr wahrscheinlich schon mal woanders gesehen in irgendwelchen Videos. Das sind ja wirklich Leute, die bei uns in der Gemeinde aktiv sind, ne? Also, und im Kirchengemeinderat, bei der Kinderkirche, bei der Ladies Night, bei der Technik, das sind alles Leute, mit denen wir sozusagen privat zu tun haben, aber auch ich ganz viel Connections habe in den Gemeindedingen. Und das ist das Geniale, weil das wirklich so dieses Gefühl ist von Gemeinde, Gemeinschaft, Leben. Und da bin ich wirklich dankbar, dass wir sozusagen,
das nicht so trennen müssen von wir haben sozusagen den verkopften Teil, wir machen Plan für die Kinderkirche oder für den Technikausbau und mit anderen Leuten habe ich Freizeit und wir essen und grillen und unterhalten uns über, was im Leben so los ist, sondern dass das die gleichen Leute tatsächlich sind. Und das ist tatsächlich eine große Erleichterung für mich, wenn ich mal so ein paar Jahre zurückdenke, dass ich tatsächlich echt mir Gedanken gemacht habe, ob man als Pastor irgendwie Freundschaften aufbauen kann, sollte, wie auch immer. Offensichtlich schon. Vielen, vielen Dank dir für den schönen Gottesdienst. Das war toll, haben die Konfis auch gerade noch gesagt. Und ich fand es tatsächlich auch total angenehm, mal den Gemeindeteil wieder zu machen. Das habe ich ja sonst nicht so oft. Also von daher ganz, ganz vielen Dank dir, dass du uns da so reich mit Segen beschenkt hast. Hab einen schönen Sonntag.